So, da sind wir wieder im schönen, warmen Subrosia. Yep. Das erinnert mich irgendwie an Ferien. Ja, wobei ich nicht gerade in Lava baden mit dem Typ da. Ob das Tüchli wirklich so viel hilft? Naja. Und zuerst einmal müssen wir jetzt einen Boomerang können. Und wie gewinnt man einen Boomerang? Natürlich in einem Tanzwettbewerb. Ist ja ganz logisch. Wahrscheinlich wird das ein bisschen länger dauern, darum werde ich es zusammenschneiden. Mit Sensoren. Wenn ich alles ein Stück gewinne, dann ist es wahrscheinlich los. So. Willkommen in Subrosias Tanzsaal. Exzellente Tänzer erhalten einen Preis. Wir proben momentan. Wie wär's? Bist du mit dabei? Yep, wir müssen ja fast. Gut, dann reihe dich ein. Brauchst du eine Einweisung? Nein. So, Mensch, hab ich mir schon mal geschafft. Das ist doch auch mal etwas. Du hast echt was drauf. Und damit bist du unser Tagessieger. Dein Preis. Boomerang. Woo! Und jetzt, mit ihm stoppst du Gegner auf ihren Faden. Ja. Und jetzt würde ich das noch fünfmal, schätze ich, süß machen, damit wir die Flöte bekommen, wo wir noch im weiteren Verlauf noch werden sehen, was das die ist. Ich verrate noch nicht mehr. Und das würde ich wahrscheinlich skippen, aber mal schauen. Bis ich weiß. Zusammenschneiden. Ewig? Nein. Und es wird immer schneller. Und schneller. Yeah! Und was bekommen wir als Preis? Ein Kaschachen! Cool! Das heißt, noch mehr Ringleben, wir müssen mal einpflanzen. So. Nächster Versuch. Nein, immer noch keine Einweisung. Yes! Und noch kein einziges Mal gefehlt. Das ist unglaublich. 50 Erzbrocken. Und encore une fois. Yes! Und schon wieder ohne Fehler. Ist ja unglaublich. Wir sind richtig gut dran. Und nochmal. Ich glaube noch zweimal. Dann komme ich die Flöte. Yes. Nein! Scheiße! Okay, haben wir einen neuen Versuch. Eigentlich hätte es ja müssen sein. Yes! Oh. Okay, noch einmal, dann haben wir es geschafft. Ja, wir wissen es. Shit! Okay. Von neuem. Ah, ja, mitmachen. Nein, keine Einführung. Nein!
Ja, mitmachen. Nein, keine Einführung. Ja! Und wir haben es endlich geschafft. Du erhältst deine seltsame Flöte. Sie scheint sehr selten zu sein. Das werden wir auch hoffen, wenn sie sich glitten. Und jetzt reden wir nochmal mit dem komischen Typ, der da in der Lava badet. Ah, großartige Lava. Solch ein Lavabad ist echt ideal zur Entspannung. Nach einem Subrosia-Tänzchen. Naja, mir unterlöhnt das glaube ich besser. Ich hange an meinem Herzen. Und die werden sehr schnell weg in einem Lavabad. Es ist Lamabad. Okay, doofe Worte jetzt. Okay, und jetzt gehen wir zum Tempel von der Jahreszeiten. Das ist auch noch für mich eine Wiederholung von der einstündigen Folge, was gelöscht hat. Voll langweilig. Endlich bist du gekommen. Als der Tempel versenkt wurde, zweifelte ich, ob du herkommen würdest, um mich zu sehen. Dieser Tempel der Jahreszeiten ist der Ort, dem wir vier Geister innewohnen. Ich habe lange auf dich gewartet. Magst du den Frühling oder den Sommer? Den Herbst? Nicht doch, du wirst den Winter lieben. Erhalte den Stab der Jahreszeiten und suche uns, die wir dich in den vier Ecktürmen erwarten. Machen wir doch glatt. Und mir gönnt. Bitte. Ja, das ist doch cool. Nein. Und. Magie. Ja, nur die coole Musikwelle abwarten. Du erhältst den Stab der Jahreszeiten. Kraft der Geister der Jahreszeiten. Kann man mit ihm die Jahreszeiten ändern? Bam. Nun bring uns Geistern der Jahreszeiten, den Stab der Jahreszeiten, zu den vier Türmen. Das liest irgendwie jedes Mal komisch. Und, was irgendwer weiß, für was es der Raum dahinter gut ist, kann das mal gern mitteilen. Ich habe nämlich kein Schimmer. Irgendeinen Sinn wird es schon haben, aber frag mich was Einfaches. So, und jetzt können wir den Bumerang testen. Schon ein krasser Kontrast, innen schön blau und ruhig und draußen voll Lava und rot und oh mein Gott. So, können wir auch wieder eine Bombe machen, aber wir haben ja einen schönen Bumerang. Wusch, blub. Und mir gönnt zum Geist vom Winter. Danke, dass du kommst, Träger des heiligen Zeichens. Der Geist des Winters hat dich erwartet. Wir schätzen ihn als unsere werte Gefährtin. Nun lass mich dem Stab, den du führst, die Kraft des Wintergeistes verleihen. Schwingst du den Stab von einem Baumstumpf aus, sollen sich die Jahreszeiten ändern. Im Winter friert das Wasser und Schnee häuft sich an. Suche auch die anderen drei Geister auf. Bitte eile dir zu Hilfe. Machen wir doch glatt. Dem Stab der Jahreszeiten wurde der Hauch des Winters verliehen. Er klettert einen Baumstumpf, um den nächsten Winter herbeizurufen. Okay, ich beziffere, dass es zu Prosia irgendwelche Baumstümpfe gibt. Darum sollten wir am besten wieder an die Oberfläche zurückkehren. Und das machen wir auch. Oh, Maki!
sprich mit mir. Es war also der Stab der Jahreszeiten. Neue Wege erschließen sich nun dank seiner Kraft. Im Traum sah ich ein Gehölz östlich von hier. Dort mag eine Essenz liegen. Mick, kannst du an meiner Stelle dorthin gehen? Klar, Kami. Aber ob ich das auch will? Naja, ja. Ich muss ja fast. Gut, dann gehen wir zurück. Wir gehen immer noch zurück. Und es ist ein langer Weg. Ganz ein langer Weg. Ewig. Und schon das Telefon. Und ich will es nicht abnehmen, weil ich am Let's Play bin. So, wobbel, wobbel, wobbel. Ich liebe das Geräusch. Also, was man nicht selber macht. Wobbel, wobbel. Das klingt so. Wobbelig. Und da ist schon wieder unser... was ist es? Prophet, genau. Das ist er. Du hast ihn, den Stab der Jahreszeiten. Wenn im Stab der Jahreszeiten die Kräfte der Geister der Natur innewohnen, kannst du die Jahreszeiten ändern. Aber bislang hat er nur die Kraft des Winters. Schwing den Stab von einem Baumstumpf aus, um seine Kraft zu entfalten. Hast du das verstanden? Ja. Wenn der Tempel der Jahreszeiten in diesem Land namens Subrosia gefallen ist, dann muss es weitere Eingänge zu subrosianischem Grund geben. Du musst sie finden. Vielleicht musst du noch mehrmals den Tempel der Jahreszeiten aufsuchen. Hier trennen sich nun unsere Wege. Okay, also das Wort subrosianisch kann mir niemand vorwerfen, dass ich das jetzt aufs erste Mal nicht ganz richtig ausgesprochen habe. So, testen wir es mal. Winter! Yay! Und wir sollten Schluss machen. Für heute. Und zwar machen wir das auf dem Baumstumpf da, weil ich gerade Lust dazu habe. Oder vor dem Baumstumpf. Nein, unser Held dreht euch den Rücken zu. Und ich sage: Tschüss, bis zum nächsten Mal!